Hallo und herzlich willkommen bei Vier Köpfe. Nee, vier. Penis. Hallo und herzlich willkommen bei Vier Hände, zwei Köpfe, kein Gehirn bei Get to the Keyboard. Mit mir Azurech und. Honor Reaper, der sich gerade fremd schämt, aber okay. Genau. Und wir sind hier mal wieder seit längerer Zeit bei Dota 2. Und, Echt, das ist Dota? Ja, das ist für Dark Souls. Du hast 2 vergessen. Wieso verarschst du mich hier? Ich dachte, ich bin hier am Dark Souls spielen. It's a trap. Deswegen sieht so komisch aus. It's a fab. Und, wir sind hier auf jeden Fall diesmal im Captain's Mode. Und ich bin sogar der Captain. Einmal zur Erklärung vielleicht. Der Captain's Mode ist jetzt sowas... Das wird halt in den Liga-Turnier, Wars und whatever, wird da immer gespielt. Und hier entscheidet der Captain. Erstmal deine Bannkeule. Ja, okay, dann banne ich jetzt erstmal. Likatrop, Nagasiren, Ursa. Ja, ich suche gerade erstmal. Ich weiß nie, wo die Helden sind, nämlich. Und, warte mal kurz, wer Orion. War noch? Ja, ich will erstmal die... Oh, Tide, den mag ich gar nicht, der kann weg. Ja, aber du musst auf jeden Fall Furion bannen. Ja, also wie gesagt, wenn der sich hier überlegt, was er erzählen soll, erzähle ich das vielleicht. Captain's Mode ist der Modus, den man normalerweise in Clan Wars spielt. Man bannt Helden und pickt Helden. Und zwar nicht so, dass jeder seinen eigenen Helden pickt, sondern man pickt die Helden so, dass sie zusammen passen, dass die eine sogenannte Synergie ergeben. Das heißt, dass die Spells aufeinander aufbauen und die Spells funktionieren. Wir haben im Endeffekt auch so ein kleines bisschen Clan-Game-Erfahrung, haben wir immerhin ein Jahr das Ganze mitgemacht in der ESL. Und wir waren auch unter, ich glaube, den Top 8 oder so Clans Deutschlands. Zwar in HoN, aber das war der Zeitpunkt, dann, wo HoN so ähnlich war wie Dota. Also eigentlich 1:1. Deswegen, ja. Jetzt können wir genau schön sehen, was dazu sich überlegt hat. Er bannt auf jeden Fall Lycanthrop, Furion, Tidehunter, so Helden, die wirklich krass sind. Genau wie das Gegnerteam Darkseer, immer ein sehr krasser Held. Nagasiren wegen dem Ulti übertrieben. Natürlich Invoker mit seinen ganzen Spells auch super stark. Man kann sich das eigentlich so überlegen, dass im Captain's Mode zwar natürlich immer noch Noobs spielen, absolute Leute, die, einfach nicht zusammen randoms. Ja, eben, einfach randoms. Aber das Ganze ist ein wenig organisierter und falls hier irgendwer einen Supporter bekommt, supportet er tatsächlich auch. Ich weiß, das klingt überraschend, jemand supportet, aber das passiert hier wirklich. Jo, also, was hast du überlegt? Was pickst du? Du musst ja einen Pick machen. Pickst du was? Ja, wir bräuchten natürlich jetzt erstmal die krassesten Helden, die wechseln. Nachdem man dann nicht mehr bannen kann, wird er gepickt und dann sollte man sich natürlich auch die Besten rausschnappen. Meiner Meinung nach wäre Enigma jetzt eigentlich die Wahl. Earthshaker ist besser. Earthshaker kann immerhin mehr machen. Mach Earth. Na, ich finde ja eigentlich... Aber Enigma muss farmen. Und ich meine, wenn sonst nichts ist, ja. Enigma muss ja in den Wald gehen. Earthshaker ist gut. Jetzt brauchst du noch einen Pick. Morphling nicht, wir haben schon Chaos Knight. Wofür? Ja, Morphling ist da nicht unbedingt. Puck ist gut. Na, ich würde jetzt noch nicht so. Ja, aber Puck ist krass. Und der ist auf jeden Fall teamhelfend. Nimm, ich würde sagen Necrolite oder Puck. Eins von den beiden. Aber ich bin biased. Ach Gott, wir sind schon in der Bonus-Time, verdammt, ey. Ja, ja. Ja, ich würde auch sagen Rubik. Wieso Rubik? Weil Rubik ein Phaentos stark ist. Der kann den, das Ultimate jetzt vom Sand King klauen und... Und falls sie sich einen heftigen Carry noch holen, dann ist Rubik auch einfach. Rubik ist einfach ein sehr starker Held. Ja, okay, aber nimm auf jeden Fall Puck oder sowas, weil wir brauchen irgendwas, was AE bindet. Wir haben Earthshaker, das heißt irgendjemand, der reinspringt und darauf vertraut, dass viele um den herumstehen. Damit wäre Puck-Ulti gut. Ja, aber ich bin ja auch so Sachen immer wie Warlock, so mag ich lieber. Ja, dann nimm Warlock, auf jeden Fall irgendwas, was in AOE festhält. Das, was sie dazu zwingt, in AOE zu bleiben. Weil alles andere macht einfach keinen Sinn. Oh, der mit seinem Morph geht mir mittlerweile echt auf den Keks. Ja, er wird keinen bekommen.
So, also, was kann man dazu sagen? Wir werden versuchen, das so Play by Play zu kommentieren, so wie wir es eigentlich immer machen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich sagen, was ihr davon haltet. Sollen wir mehr davon machen? Sollen wir vielleicht ein bisschen was anderes machen? Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Und das ist das erste Mal, dass wir Captain's Mode so casten. Vielleicht sind unsere Gedanken ja ganz hilfreich für euch. Und ja. Und ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, einen Link in der Beschreibung direkt reinposten. Der Ah, ist jetzt nicht super. echt gelieft, weil er keinen Morphling bekommt. Mi, 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 mi. Schauen wir uns mal noch an. Die sind mit Bann dran. Also ansonsten schreibe ich auf jeden Fall einen Link, einen Timelink in die Beschreibung, ab wann man das Spiel auch anfängt. Jo, definitiv. Aber ich finde, das ist wahrscheinlich auch so ziemlich interessant, wo wir jetzt gerade darüber nachdenken, was wir bannen sollen, Ja, diskutieren, natürlich. Manche haben Diskussionsthema darauf hilfreich. natürlich gar keinen Bock, also. Ja, okay. Aber ich würde sagen, als nächstes sollten wir picken Warlock oder Puck. Bannen sollte man Windrun auch noch, denn die ist einfach sehr, sehr stark. Oder Windrunner Shen im könnte man auch richtigen eigentlich noch Helden. picken. Ja, Windrunner ist sehr stark im richtigen Helden. Shen ist sehr stark, aber ich vertraue keinem Shen zu spielen. Your turn to ban. Deswegen würde ich sagen, bann Windrunner. Ja, im Mana haben brauchen die noch einen fetten Carry. Ja, aber welchen fetten Carry willst du noch nehmen? Welchen willst du bannen? Gibt zu so viele Void. fette Carry. Ja, Oder Void, okay. Wutmauer. Ja, wenn, dann bann Void. Wenn du einen fetten Carry bannen willst, dann bann Void. Das Ding Weil ist der halt auch wird eben, dass übertrieben. Wutmauer ziemlich gut pushen kann. Ah, ich bin mir da nicht so 10 sicher. seconds remaining. Nimm Void, weil das Ulti ist hart. Zusammen mit Sand Dire King Team ban. geht schon durch. Weil Sand King muss ja einfach nur sein Ulti machen und sich reinblinken. Das Ulti tickt ja trotzdem durch, auch wenn der im Stun ist. Your turn to pick. Ah, ne, die Begründung, die er gesagt hat, die ist sehr gut. Ach so, ja, stimmt. Mit Shackle zusammen wird das echt super. Ich bin immer noch für Warlock oder Puck jetzt zum Picken. Du wissen. Die brauchen immer Kannst ja neuen einfach die Carry. fetten Carries wegpicken, das geht auch. Aber ich bin für. Seconds remaining. Musst du wissen. Du bist der Captain. 5 seconds remaining. Captain Kork. Reserve time. Jetzt entscheide dich endlich mal für was, Alter. Dire Na, ich Team bin nicht so der Leader. gute Captain. Ja, oh Captain, mein Captain, ey. Der Titanic wahrscheinlich auch so ein Azurich, ey. Oh, guck mal, ein Eisberg. Ja, den Eisbär könnten wir auf jeden Fall derzeit gebrauchen. Ich Ja, sitze definitiv. Scheiß Wetter, ey. mal Oh, wir wieder. könnten Ancient Apparition picken. Ja, aber wir könnten ja noch Boot picken. Silencer. Oh, Silencer. Das ist ein weiterer Semi-Carry mehr oder weniger und der kann halt dein komplettes Team einfach mal in den Hintern stopfen. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Juhu, ich find's gut, dass der Orangene sofort auf Russisch flamed. Dire Team Pick. Nice. Ja, wir spielen sowieso 4 gegen 5. Ich glaube, wir müssen das Video sowieso nochmal neu aufnehmen. Naja. Your team is complete. Ha! You may now Was nehme select ich? your heroes. Soll ich Warlock nehmen? Also ich werde Rubik nehmen. Nehme ich Lock. Auch wenn ich hätte eigentlich Silencer nehmen können. Oh, ja. Was ich bei dir letztens einmal gesehen habe, skill auf jeden Fall nicht komplett dein Slow durch, sondern erst auch dein diese Ketten. Ja, schon klar, das Diese habe ich mir Ketten einmal sind probiert, um verdammt, zu ja, schauen, gut, aber ob diese das Ketten Slow sind nämlich wirklich was verdammt bringt. epic. Ja, aber man lernt ja keinen Helden komplett, wenn man nicht mal rumprobiert. Hier, das kann vielleicht sein. Das Gute ist, dass die keinen Carry haben, außer Windrunner, und das ist kein richtiger Carry.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Den fehlt ein krasser Carry. Chaos Knight ist natürlich ein übelster Carry. Du Wards, ich kauf einfach mal Prepare for battle. Kurier. So, 1, 2, 3. Und ich brauche definitiv noch. Dann, das kann ich mir nicht leisten, egal. Passt schon. Ich denke mal, ich gehe Mitte. Ihr geht alle nach unten. Understand. Ja, ich werde einfach nur ein bisschen warden. Ja, Upsala. du bleibst eh Mann. unten. Oh, puh, ich hatte gerade mein Chicken ausgewählt. War jetzt nicht intelligent. So, Shadow Word, skill ich zuerst. Ich werde warden. Warden ist nicht allzu schwierig, das habe ich in Clan Wars immer gemacht. Warte mal, der war doch gerade auch in unserem Spiel, oder nicht? Wer? Oder bin ich gerade blöd? War da nicht auch so ein langer Name? Nee, ne? Ich bin nur blöd. Ja, ich glaube, ich bin einfach nur blöd. Ist schon okay. Ich muss erstmal nochmal gu Ich gucken, finde was das war so nochmal geil, so dass sich Stuntmittel. sofort alle auf Russisch flamen. Also wirklich, manche benehmen sich hier extrem gut, sag ich mal. Alter, das hasse ich wirklich. The battle begins. Die sprechen schon nicht Englisch und dann hören die auch nicht auf das, was man ansagt. Wirklich. Ey, schlimm. Also, ich flame meine Landsleute wirklich selten. In der Regel spielen die gut, aber die sind manchmal dumm wie Brot. Alter Schwede, ey. Vor allem, die haben einen eigenen Server. Das ist das, was ich nie verstehe. Wenn du Russisch reden willst, tja, du das. Aber wieso gehst du dann auf einen europäischen Server, wo die meisten Leute europäisch reden wollen? Also, Englisch. Gibt ja kein Europäisch. Ne? Egal. Auf jeden Fall. Hast du all ausgeflammt? Lächerlich, wirklich, Mann. Einfach schlimm. Naja, egal. Wir wollen uns ja mehr auf das Game konzentrieren. Jetzt. Indubitably. Autsch, also, ja, meine Welt ist ein bisschen schwierig. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich spiele gegen Death Prophet, war ihr Name, glaube ich. Und Krobe. Krobelus, genau. Also diese Namen, jetzt vergesse ich langsam die alten Namen, aber weiß auch noch nicht die neuen Namen. Das kommt so langsam. Auf jeden Fall habe ich hier ganz gutes Spiel. Die ist nicht allzu gut im Last Hitten und Denyen. Welche alten Namen? Ich habe immer Krobe benutzt. Sieht einfach cooler an als Death Prophet. Aber viel zu lang. Ja, ich probiere ein bisschen zu lasten. Das Problem ist, gegen zwei Ranged da schwierig. Vor allem mit unserem Death Knight hier, der nicht wirklich intelligent spielt. Und der Carry hat leider so gewisse Probleme, was Grips angeht. Ich will auch keinen Heal auf den verschwenden, bevor ich nicht Level 3 bin. Ich weiß, dass mein Job ist, aber naja. Einer ist gerade Miss. Ja, ist das One? Sollte man vielleicht immer wieder zuschauen. Bei solchen Dingen. Ah, Gott. Also, was wird das werden? Der ist doch jetzt hundertprozentig gleich tot. Unfassbar. So, habe ich den nur einmal kurz angegriffen wegen dem Magic. Also, sie sollten es bemerkt haben, dass da einer kommt. Ich habe jetzt 100 Mal geblinkt. Ja, in der Regel, wir flamen die dann trotzdem nochmal. Dude, why no miss? Das kommt immer. Muss mein Chaos Knight hier schon zum zweiten Mal heilen. Sehr gut, hervorragend. Das ja. Tja, mal schauen, ob er noch wiederkommt. Sowas passiert leider ab und zu. Wir können da leider auch nichts für. Du könntest vielleicht einen kurzen Schnitt machen.
Ja, mache ich einfach mal einen Schnitt. Bis gleich. So, wir sind wieder im, ja, wir sind wieder im Spiel drin. Nach ein paar Flames und nach ein paar verschobenen Pausen hin und wieder sind wir wieder im Spiel drin. Ich werde gerade hier anscheinend ein bisschen gegankt. Und nachdem ich verwirrt bin, geht's dann wieder hier weiter. Jetzt sind hier zwei in der Mitte gegen mich. Ja, bei mir ist auf jeden Fall einer Miss. Also ja, der läuft hier rum. Ach, sehr gut. Wenn das der, ich denke mal, das ist er. Ich vermisse Leshrac. Ja, der läuft da oben. Ja gut, das ist doch... Why not? Ja, muss man disconnected, wenn der Carry nicht da ist, ist das nicht gut. Der hat zwar jetzt wieder einen Reconnect, aber trotzdem, hat sehr viel Farm verloren. Ist nie gut. So, hier ist auf jeden Fall wieder Miss. Der geht nach unten, ich denke mal, der sucht die ganze Zeit nach Blumen. Ich könnte mir aber auch mal Boots hier holen. Also, wunderbar sneaky gemacht von Chaos Knight. Ich glaube, man hat ihn auch 400.000 Meter weit entfernt noch gesehen. War da gut? So, wenn ich meine Boots habe, könnte ich eigentlich auch mal ganken gehen. Dafür? Ich gehe aber dann nach oben. Obwohl, da sind drei, ne? Ich habe mir wieder Wards gekauft. Falls da unten ist Windwater, das wäre jetzt auch natürlich nicht so simpel. Wenn da müsstet ihr mal, ihr könntet mal hier, ja, ihr könntet mal pullen. Ja, werde ich gleich auch machen. Problem ist, ich musste mich gerade auf die Lane konzentrieren, weil Chaos Knight nicht da war. Jetzt wird's gehen, denke ich. So, das war jetzt eben Rubiks Fähigkeit, Spells zu stealen. Und dabei stealt er eben immer die letzte Fähigkeit, die der Held gerade benutzt hat. Ich habe mir jetzt also hier diesen Crypt Swarm geholt. Und das ist auf jeden Fall ziemlich geil, denn jetzt kann ich den halt gegen den Helden anwenden. Ja, habe das jetzt zwar ein bisschen verkackt, eigentlich wollte ich einen Creep Killer mit. Hier ist Mist auf jeden Fall wieder. Ich denke mal, ja, aber der sucht immer nur nach oben. Oh, da oben ist was. Dann oh, ich glaube, ich sollte wieder warden. Ja, die Wards müssen natürlich sitzen. Wir haben natürlich auch einen Warding Guide gemacht, den könnt ihr in der Playlist finden. Ein kleiner Warding Guide für Anfänger, damit ihr hier nicht komplett verloren seid, falls ihr mal Liga spielt. Okay, Osmi sollte aufpassen. Kommt von mir aber noch ein Ratschfatzen-Heal. Das ist halt nicht gut. Bisschen daneben gegangen, aber egal. Your top tower is under attack. Ha, wo der jetzt herkam, das weiß ich auch nicht ganz genau. Du bist gerade gestorben? Nee, nee, gestorben bin ich nicht, aber jemand ist gestorben. Ah, sehr gut. Ich hasse es immer, wenn die Creeps mit einer Creep verlieren. Ich habe irgendwie kein Mana, Chicken ist schon wieder weg, sonst würde ich mir mal langsam irgendwas Mana-mäßiges holen, obwohl ich hole, glaube ich, gleich die Mana-Boots. Und zum zweiten Mal muss ich wirklich den Chaos halt in letzter Sekunde retten. Naja, wird feierlich. Aber sag du mal hinter HX, das finde ich gut. Also hier ist die ganze Zeit Miss, hebe ich nochmal hier so hervor. Nice. Schön vom Silencer. Ja, ist gut, wenn unser richtiger Carry nicht hochkommt und er hat hier wirklich keinen guten Farm. Dann wollen wir so ein bisschen was machen. So. Holen wir jetzt gleich mal die Mana Boots. Also ihr müsst nur aufpassen, der Dings hier ist irgendwie am Roam oder so. Wer? Der Grobe. Ja, ja. Ah ne, der ist wieder mit. So. Oh, gut. So, schauen wir mal, was da unten ein bisschen geht.
Ich bin ja hier der Kameramann, muss noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Damit man nicht immer nur den. Sobald ihr Hilfe braucht, weil ich habe einen TP. Ich bin ja in der Mitte. So. Und? Du kannst ja trotzdem Hilfe brauchen. Ich habe zwar mein Auge auf der Minimap. Noch? Ich meine, es ist ein bisschen langweilig, immer für die Zuschauer immer nur den besten Spieler immer zuzuschauen. Natürlich. Und so viel Bullshit wird denen schlecht. Oh. Ja. Ich komme aber. Ich komme aber. Ja, das ist intelligent. Also der orange Spieler, der ist der Beste. So, ich werde euch supporten. Weißt du, was für eine Fähigkeit der und jene gemacht hat? Ich habe keinen Plan. Das glaube ich mir nicht. Das ist nur, dass ich Ulti hab und das werde ich auch gleich wahrscheinlich zünden müssen. Ich zünde Ulti. Bitches! Tja, da habe ich wohl ein Ulti, Bitch. Das ist eben das Geile einfach am Rubik im richtigen Moment. Kann der einfach sehr reinhauen. So, kriege ich den noch? Nee, aber ich. Komm, da können auch meine geklauten Geister. Nee, schade. Aber meine geklauten Geister haben mich nochmal ganz gut geheilt. Können wir ein bisschen pushen hier? Ich hab ein bisschen Angst, um ganz ehrlich zu sein. Da ist doch keiner mehr da. Ja doch, doch jetzt das macht keinen Sinn mehr. Ach schon, dankeschön. Finde ich sehr hertop von dir. Was hier? Das war jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber okay, ja. Gerade als Rubik ist ein bisschen mal komisch. Oh, er macht Ulti, ich glaube sein Ulti, ich mach sein Ulti und was geht überhaupt ab? Ja, aber es hat trotzdem ganz nett funktioniert. Ich hole mir jetzt meinen Arcane-Boot. Oh, da bin ich glaube zum falschen Zeitpunkt weggegangen. Nee, ich überlebe das hier, aber ich hau jetzt hier ab. Ja, aber wenn du abhaust, ist ja keiner mehr da. Da hast du natürlich recht. Sollte ich auf jeden Fall mein Chicken benutzen. So, ich habe irgendwie gar keine Items. Ich gehe mal wieder ein bisschen farmen in der Mitte. Schauen wir mal, was die da oben so machen. Hier, Silencer hat auch schon ganz gutes Equip. Earthshaker hat seine Mana Boots. Chaos Knight, ja. Chaos Knight wird aber später trotzdem stark. Ja, aber er spielt einfach schlecht. Er rennt halt die ganze Zeit in den Gegner rein. Der ist nicht gut. Ja gut, das ist dann was anderes natürlich. So, ich farm noch ein bisschen hier. Ja, super gefarmt. Ja, ich krieg jeden lastet. Oh, da kommt einer zu dir. Bin ja, habe ich schon gesehen, aber... Need to last it. Ja, ich habe Angst. Um dich. Nee, nee. Aber ich kann dir mal noch gehen. Obwohl, warte, mache ich den erst ein Spell. Sehr schön, danke. Kurz warden. Wow! Hat dich da wer besucht? Ja, da hat mich Windrunner. Ich hab wieder Ultimate von Dings hier, von Probe. Ja, da ist halt Silent Sauer, ne? Und ich hab Probe Ulti. Ja, wenn du das sagst. Aber nicht mehr lange, ich zünde es schon mal. Ja, zünde einfach mal. Mal Fire in Malaysia. I'm firing my ghosts! Und ich hab mein Ulti, oh, wenn mein Ulti mich reinpasst, das wird so heftig. Nice! Das war auf jeden Fall die Total Annihilation. Ja, so, ja, Ass Rape Level Warlock. Definitiv. Und meine Geister, ey! Also, hast du eine Geister? Hast du meine Höllenbestie gesehen? Die hat gerade das Feld hier aufgeräumt, ey. Also... Wunder dich nicht nochmal, wenn du Rubik siehst. Der ist einfach awesome. Ich geh mal wieder mit, ein bisschen deffen. Ja, tu das. Ich glaube einfach mal in Sandstorm. Oh, der hat nur Sandstorm Level 1. Finde ich natürlich ein bisschen beschämt.
Falls der Mana braucht, ich hab gleich wieder Mana. Nö, aber. Ach, doch, du bist gar nicht hier. So, kann man den Tauri auch mal pushen. Also Rubik's Ulti, falls die Leute den nicht unbedingt kennen, das hält auch nicht ewig. Nur eine begrenzte Zeit, da kommt auch bestimmt gleich der Arrow. Ja, meine Worte lassen leider ein bisschen auf sich warten, weil ich hier die ganze Zeit Scheiße machen muss. Die ganze Zeit Leute killen. Gewichtiger and stuff. Aber wir scheinen ganz gut zu dominieren. Das definitiv. Ja. Ich würde sagen, ich könnte vielleicht sogar den ersten offensiven Ward setzen. Ist die Zeit gekommen. Was? Ist die Zeit gekommen, meinte ich. Ganz theatralisch. Achso. Nee, aber wirklich. Ich glaube, man könnte so langsam den ersten setzen. Solange ihr hier am Fighten seid. Verliert die Map ihre Jungfräulichkeit. Sogar weniger. Oh, hinter uns aber. Oh, wir müssen aufpassen, jetzt sind sie wieder mal. Ich kann mich ja verpissen hier, ich habe mir den Sandstorm geholt. Ja, und ich habe gut daran getan, nicht den Weg zurückzugehen, den ich gegangen bin, sonst wäre ich jetzt tot. So, das war auf jeden Fall wohl überlegt. Ich habe nur die ersten 30 Sekunden. Das Schöne an diesem Nuke vom Rubik ist, dass der unbegrenzt alle Gegner einfach mal hittet. Eigentlich genauso wie dieser Lightning Arc vom... Autsch. Vom Lashrak. In 9 Sekunden, 8. Ich hab gleich mal Ulti. Ich würd's gerne... Oh, das glaube ich mir jetzt aber. Das klaue ich mir aber. Das wäre schon geil. Ich will nicht sagen, aber du bist gleich tot. Ja, heim ich mal gleich. Ja, 7 Sekunden CD. Oh. Und Mana für alle. Kommt alle zu mir. Nett, sehr schön. Du hast auch noch Mana Boots. Jetzt hat sie ja jeder, ja. Ja, ist ja auch wichtig, aber das darf man im Clan War leider nicht. Im Clan War war, glaube ich, ein oder zwei Mana Boots. Pro Team. Könnte ja, man langsam loslegen. Zu hoffen, ja, irgendwie. Ich meine, wir stehen hier und keiner macht irgendwas. Ulti! Guck mal, wer Bäume, wer Geister hat. Ich! Aber kann ich wieder Tower pushen? Kann ich leider gerade nicht an. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bin ich tot. Du hast doch mal ein Video zur Tower Algo gesehen. Ja, ja. Funktioniert alles wunderbar auf dem Papier. Warum killt die da keiner? Besser funktioniert der hier. Funktioniert immer am besten. So. Also es geht hier ganz schön ab, das ganze Spiel. Oh, oh, da müssen wir rein, ja. Nice. Ah, schade, der ist aber noch gestorben. Ich gehe mal weg zur Base, ich habe so viel Geld, Gold, whatever. Hol ich mir mal ein bisschen was. Ich bin ja hier schon ein bisschen Support. Wir sind ja echt gar nicht so cool am Reden, weißt du? Ja, wir müssen uns auch konzentrieren, also, darauf, dass wir... Oh. Also dieses Spiel ist echt ein bisschen verzwickt, also hier gehen wir gar nicht auf so viele Dinge ein, das ist schon eher ein bisschen Fun hier. Muss schon sagen, dass das Spiel hat es auch in sich ein bisschen. Ich hol mir mal diese Drums of Endurance. Endurance. Endurance, sagt der Russe, dann sage ich das lieber auch so. Hör ich deine Spur Rassismus von dir? Eine Spur? Das war ein ganzer Highway. Da hat aber einer einen guten Tag erwischt, ey. Scheiße warm ist es hier. Den Witz mit dem Eisberg hatten wir schon, ne? Yep. Okay. Den hatten wir schon. Ich platziere mal neue Wards. Wir sehen hier ist eine Haze Rune. Nicht vergessen, wenn ihr Warder seid, habt einfach immer ein paar Wards dabei, denn ist einfach sehr, sehr hilfreich. Offensiven Ward konnten wir noch nicht wirklich einsetzen, aber
ist ganz schön. Schade, dass unser Chaos Knight nicht so gut zu sein scheint, denn macht gerade ein bisschen scheiße. Fuck, ey. Vielleicht sollte ich Fiery kurz gleich heilen. Das war sehr knapp und ich habe irgendwie meine Health Potion nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Natürlich auch sehr intelligent. Jetzt muss ja, ich mich erstmal ein bisschen passiv halten. Ich komme mal so ein bisschen, obwohl ich push den Tower, glaube ich. Aber ich habe nämlich noch die. Ja mit uns zusammen hier pushen, in der Mitte. Nee, ich push den hier unten. Ich habe nämlich noch die Geister ready. Ihr seid ja zu viel, glaube ich, genug. Zu dritt. Achso, der Chaos Knight, aber den sehe ich nicht. Das ist sehr fies. Ja, danke. Aber jetzt könnt ihr da ein bisschen Stress machen. Ich kann hier. Nein, jetzt habe ich nicht auf Uhr geguckt. Jetzt ist mein Ulti weg. Ah. Bin ich nicht gut. Nee, das ist doch wieder ärgerlich und blöd immer noch. Bei solchen Dingen frage ich mich immer, ob es sich lohnt, jetzt mein Ulti. Jetzt kommen ja aber zwei nach unten. Dritteltoten Tower zu machen. Nee, mach nicht, weil die sind hier unten zwei Stück, schau mal. Ja, eh, deswegen. Will ich das nicht machen. Ein bisschen früher gekillt. Komm nach unten. Ich muss noch kurz mein Offensivwort erneuern. Ja, ich chill mal hier. Ich hab mir die coolen Drums geholt hier mal. Habe ich ja schon jetzt 5 mit 4 Ladungen, damit kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, definitiv. Nur noch 3. Ich weiß nicht warum, aber das Ding vorhin eingesetzt. Oh. Du wolltest bestimmt nur mal schauen, wie das aussieht, ne? Was du nie gemacht hast. Oh, der Sanking hat Anti-Wards. Das heißt, ich muss mir jetzt Anti-Wards holen. Ich muss auf jeden Fall gleich dran denken, erstmal mein Ulti zu machen. Ich will ja immer noch das Sanking-Ulti, das wäre natürlich der Hit, aber. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass der Dingens Anti-Wards hat. Das ist nicht gut, das gefällt mir gar nicht. Dass die überhaupt sowas hier bauen. Was? Dass die überhaupt das hier so machen, ist ja schon mal hart. Ja, aber das meine ich halt. Nämlich auch man merkt das. Den Captain's Mode, dass die jetzt ein bisschen anders spielen. Das stimmt. Das schätze ich. Ich will. Oh, da unten. Your middle tower is under attack. Ach, schon wieder den Scheißball. Ich will den nicht. Sehr schön gemacht. Ich brauch doch nicht was. Panic Button! Ich finde, bei Rubik sieht das nur mal lustig aus. Ganz geil bei Rubik ist dieses Batch Rider Ultimate. Das ist sehr herrlich, sag ich dir. Wo er dann brennt mit feurigem Dünnschiss durch die Welt kursiert. Das ist sehr herrlich, wirklich. Ja, ich komme leider nicht dazu, aber was wozu ich komme, ist denn zu warden. Ja, der Drum war mal wieder sehr verschwendet. Irgendwie habe ich das nicht so drauf. Ich möchte, dass ihr auch nochmal darauf achtet, dass ich zum Beispiel noch nie zurück in der Base war. Ich spiele halt nur mit Chicken und damit spart man sich so viel Zeit, man bekommt so viel mehr Erfahrung, so viel mehr alles, einfach weil man halt mehr Chicken hat. Wirklich sehr, sehr stark. Und dieser Stun vom Rubik ist einfach auch mega heftig. Und da ist einer abgehauen. Ja, der mag nicht mehr. Mal schauen, ob die zu Ende spielen, ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, aber wir haben die auch schon hart geowned. Ja, ich hätte es nicht gedacht, also. Aber Leute, wir sind froh, dass wir wenigstens euch ein Spiel zeigen können, welches unterhaltsam war. Wir haben jetzt schon die dritte Aufnahme gestartet. Ich hatte gestern das Ganze schon mal versucht gehabt. Und es war jedes Mal Mist. Es liegt ja wirklich nicht an uns. Es ist ja nicht so, dass wir scheiße sind oder so. Es liegt daran, dass ab und zu die Mates nicht mitspielen, ab und zu disconnected einer wie hier und so weiter und so fort. Aber hier konnten wir zumindest nicht unbedingt ein geiles Spiel zeigen, aber demonstrieren, wie man zusammenspielt. Das haben wir ganz erfolgreich gemacht. Und es war ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, das auch. Ich meine, man schaut ja dann doch schon lieber den Leuten zu. Die Owen. Die Owen, genau. Ich zünde nochmal die Drums, weil es einfach cool ist. Ich hab nur noch einmal.
So. Ich schau mir jetzt mal den Mechanismus. Jetzt habe ich auch meinen... Ah ja, und natürlich, Rubik ist natürlich wegen seiner passiven Aura ganz gut. 20% mehr Magic Resistance bei dem Gegner-Team gar nicht mal so schlecht. Habe ich gar nicht am Anfang dran gedacht, aber... Oh, das war ja ein geiler... Mein Ulti ist jetzt im 100. Case your ass, ist überhaupt Schatz. Was? Ja, wenigstens ein paar lustige Sprüche lässt der Chaos Knight los. Der, was soll man machen? So ist das Leben, die haben wahrscheinlich aufgegeben, die finishen das einfach nur ganz kurz. Ne, die machen noch was. Na, nur er. Nur er. Gut Supporter. Da kann man noch ein paar Mal die Drums machen. Jetzt habe ich nämlich keine Aufladung mehr. Ich wollte das schon über meinem Dota-Spiel sagen. Oh, Silence ist natürlich auch nicht, aber ich war leider gesilenced. Was so ein Silence nun mal an sich hat. Haben wir den Arrow da, ne? Oh, der Stun ist natürlich auch gut. Aber so ein Arrow schießender Rubik, da geht dann nichts drüber. Da hab ich halt den Mechanismus nochmal fett geheilt. Naja, jetzt kommen all diese Fake-Kampen wegen diesen Scientist oder so. So wie du. Hey, ich bin Ingenieur. You wanna be. Level 1. Ich bin so ein High Level, das Level muss noch erfunden werden, auf dem ich bin, Alter. Oh, ich bin echt tot! Nein, ich heil dich! Ich heil dich! Du hast dich geheilt. Das war... A successful troll was trust me! Na? I'm a retard! Ich sag ja, successful troll was successful, aber ich hab mir keine Sinn. Dafür hab ich den noch gestealt und das... Und ich heil alle nochmal so. Mobstar. Ich dachte, mein Arrow würde den hauen. Ja, Leute, das war natürlich eher jetzt nicht so das taktische Ding. Ich meine, sonst haben wir mal so geredet, was könnten die jetzt noch machen. Aber ich meine, das Game war relativ fast-paced und sehr hektisch und wir konnten nicht viel erzählen. Außer, dass wir own. Beziehungsweise ich own. Ich meine, ja. Ich bin den Mega-Kill. Ja, also. Ich meine, wir müssen auch dazu sagen, unser Team war auch wirklich anständig. Außer Chaos Knight, der einfach schlecht war. Aber Silence hat zum Beispiel sehr gut gespielt. Ja, Silence war gut. Mit Rubik habe ich ein paar Mal ganz gute Ultis geklaut. Der Urshaker war nicht schlecht, auch wenn er die ganze Zeit geflamed hat wie so ein... Warlock war natürlich ein guter Pick von mir. Ja, der Captain ist natürlich hier das, ne, das wichtigste Element. Natürlich. Jetzt kann ich den mal fett durchlaufen. Ich hab den erstmal noch einen Arrow gegeben. Ja, sowas macht man natürlich nicht, man campt die doch nicht. Säge, was machst du da? Wir sind ja bei Aufnahme. Tut mir leid. Sowas machen wir nie und man sollte so schnell wie möglich das Spiel beenden. Natürlich, natürlich. Man sollte sich nicht noch an dem Leid der anderen ergötzen. Oh, den killen wir noch, komm. Komm, der schafft den. Komm, ich werf den raus hier. Hat da keiner ein cooles Ultimate, wirklich, ja. Oh, da gab aber... Ja komm, jetzt das war's. Ja. Ja, ja. Oh, das Ulti nehme ich aber noch. Meine Geister. Meine Keime. Meine Keime. Genau daran habe ich auch gedacht. Oh, ich bin aber hier echt tot. Ja, wir alle leider. Ich habe keine Heal für dich. Erst die das same, bro. Da kann ich nochmal heilen. Ich werde ja gleich hier von den Geistern geheilt. Okay. Naja. Aber da ist GG und ja, das war natürlich jetzt wirklich ein eher entertainendes Spiel, würde ich mal sagen. Mit blödem Gelabere und vielen Kills unsererseits. Weil wir auch. Ja. Wir haben auch ganz schön verpeilt gespielt. Vielleicht kommt mal später dann nochmal ein Spiel nur von mir. Und vielleicht wird das dann ein bisschen ruhiger. Damit man nochmal was lernt auch, weil ich kann jetzt hier auch zu nichts sagen eigentlich. Ich habe auf wenig geachtet. Ich habe gut geworden. Ich habe auch schon lange nicht mehr aufgenommen. Also, ja, gut, erzählen wir nicht weiter zu. Natürlich könnt ihr gerne was dazu schreiben, aber schreibt bitte nicht,
Mann, war das ein retarded Game. Das war wirklich ein retarded Game und ich sag mal, wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.